Liebe Frau von Löwenberg, sehr geehrter Herr Minister, liebe Gäste des Abends. Ich bin bekennende Leseratte. Deswegen habe ich Ihnen mir erlaubt, diesen kleinen Film hier vorzuführen. Und muss Ihnen sagen, mich hat es sehr berührt, ja, dass hier in München sozusagen über das Thema Lesen hier so einen Abend veranstaltet wird. Wenn Sie Grimms Wörterbuch der deutschen Sprache nehmen, dann finden Sie 13 Spalten über Lesen. Und gleich vorne steht Lesen, lateinisch legere, heißt sammeln. Und es ist tatsächlich etwas, dass es nicht nur also darum geht, Buchstaben zu lesen, sondern sich auf eine bestimmte Weise zu konzentrieren. Heiner Müller hat das übrigens dann diesen Satz erweitert und sagt, das Poetische heißt sammeln. Also gar nicht in der Euphorie des Autors immer etwas Neues erfinden, sondern zunächst mal wie die Brüder Grimm sammeln. Man muss sich vor Augen führen, was das bedeutet, aus dem Analphabetismus, ja, ins Alphabet zu gelangen. Ich sehe beispielsweise 1917 in Russland, wie Osram-Birnen in großer Masse importiert werden. Und in Sibirien werden die Abende erobert. Was ist die Kolonisierung von Kontinenten gegen die Eroberung von Abendzeit zum Lernen? Und dort lesen, erlernen Erwachsene und Kinder das Lesen. Und auch ich muss Ihnen sagen, ich habe gern lesen gelernt als Sechsjähriger und bin stolz darauf. Lesen setzt dreierlei voraus. Einmal den Lesestoff, also Bücher, Zeitungen, Noten. Dann den Leser. Und das ist etwas Subjektives. Das ist eine besondere Form der Konzentration. Eine Konzentration, eine Intensität, die für normalen Straßenverkehr nicht ausgeübt wird, im Internet auch meines Erachtens so nicht ausgeübt wird. Und diese Konzentration, das ist eine ganz besondere Art, seine Lebenszeit zu verbringen. Und ich würde sagen, diese Art von Konzentration und Lesereigenschaft entsteht nur in einer intakten Öffentlichkeit. Das ist das Dritte. Das ist die Lesergemeinschaft. Das ist die Republik der Leser. Und das kann man mit einer Öffentlichkeit, kann man mit Architektur vergleichen. Eine Architektur des Bewusstseins, eine Architektur auch des Selbstbewusstseins, wenn ich nämlich austauschen kann durch Lesen, ja, Erfahrungen vergleichen kann, dann ist das, was ich zunächst mal nur als Erfahrung wahrnehme, als intime Erfahrung, jetzt mit Selbstbewusstsein, mit der Erfahrung anderer verknüpft. Und insofern kann man sagen, die Leserschaft bildet eine Republik der Worte. Wir haben uns hier versammelt auf Einladung der Neuen Zürcher Zeitung. Und das ist eine Zeitung, die ich sehr verehre, die ist 239 Jahre alt. Meine Filmmitarbeiter haben einmal versucht, das Jahr 1912 und zwar einen einzelnen Monat des Jahres 1912, 100 Jahre nach 1912, zusammenzustellen aus Nachrichten der Neuen Zürcher Zeitung. Und es gibt da etwas, wir haben dann eine Hörfunksendung daraus gemacht von 6 Stunden Länge. Es ist nämlich hochinteressant, dass man diese Nachrichten, die in der Neuen Zürcher Zeitung immer das wiedergeben, was der eine sagt, was die gegnerische Partei sagt, ein fremdes Land sagt, was die Neutralen sagen und was die Parteiischen sagen. Und so gibt es dann eine Vorstellung, wie ein Weg zum 1914 führt. Man kann Spuren lesen, gerne. Man kann aber auch die Bifurkationen plötzlich erkennen. Es wird einem klar, dass es andere Wege gegeben hätte. Ja, genauso 1919.
eine andere Art von Frieden als der von in Versailles ersonnene. Diese Dinge, ja, dafür ist eine gute Zeitung da, dass man etwas nebeneinander legen kann. Dass die Lateralisierung der Intelligenz ist eine besondere Form der Intelligenz. Sie ist die Grundform unserer Gehirne. Sie unterscheiden sich dadurch auch, ja, dass sie etwas nebeneinander legen kann und nicht mit der Hauptsache alles überschlagen. Dadurch unterscheiden sie sich vom Kampf, Teilen der Liebe, ja, der Rage. Ja. Nebeneinander legen, lateralisieren, nebeneinander gelten lassen. Das ist nicht nur Dialog, das ist mehr als Dialog. Das ist eine Vernetzung, und zwar eine andere als im Internet. Das ist eine Enthierarchisierung, wenn Sie so wollen, ja, der Intelligenz. Ich würde mal so behaupten, das ist eine Art kaleidoskopischer Blick, der entsteht. Zum Lesen gehört auch das Lesen der Zeichen an der Wand. Und zum Lesen der Zeichen an der Wand gehört auch das Lesen des Kleingedruckten, ja, am Zeichen an der Wand. Die Besonderheit. Alle Wirklichkeiten bestehen aus Zeichen. Hat man in Büchern und Zeitungen und seinem Herzen lesen gelernt, kann man solche Zeichen buchstabieren, auch wenn sie keine Buchstaben sind, sondern hat zuschlagende Realität. Man kann sie unterscheiden lernen, und das eine kenntlich erhalten, während man auf etwas Zweites und ein Drittes sich bereits konzentriert. Also mehrfache Konzentration, das was man in der Musik Mehrstimmigkeit nennt. Sie sehen, Lesen ist mehr als Buchstabieren. Ich sehe den großen Poeten Marcel Proust in einem Pariser Boulevardtheater sitzen. Er langweilt sich grässlich über das Stück. Jetzt fällt sein Blick auf die damals blauen Zeichen für den Notausgang. Er stellt sich vor, wenn jetzt ein Theaterbrand ausbricht, und die sind häufig, ja, ich weiß, wo der Notausgang ist. Der Abend wurde für ihn interessant, denn die Vorstellung, dass dieses Theater brennt und ich verbrenne nicht mit, macht den Abend spannend. Kenntnis der Notausgänge ist das schönste Welttheater. Zum Lesen gehört auch das Graben, das Tieferschürfen. Etwas in uns Menschen arbeitet über das soeben Gelesene spontan hinaus. Ich lese zum Beispiel Prousts Beschreibung, die ich eben schilderte, die in einem seiner Tagebücher steht, und stelle mir etwas ganz anderes vor. Nämlich, dass der Wind an jenem Tage, als der Tsunami zuschlug in Japan und die Kernschmelze in dem Kernkraftwerk begann, dass da der Wind nicht kräftig nach Osten geweht hätte, sondern nach Süden gedreht hätte. Dann hätte er aus Tokio zugeweht und hätte die Materie, die so gefährlich ist, über eine 37-Millionen-Stadt verbreitet. Kann man eine 37-Millionen-Stadt überhaupt evakuieren? Man kann es nicht. Man kann es weder durch die U-Bahn-Schächte noch über die Straßen, die ja sofort verstopft sind. Man kann es gar nicht. Wenn Sie sich jetzt Istanbul vorstellen, wo die Erdbeben warten, ja, oder London, wo das auch nicht vor Katastrophen auf Ewigkeit bewahrt ist, dann kommen Sie zu interessanten Fragen, neugierigen Fragen, was wir alles nicht wissen. Ich habe mal das nachstudiert und die Einsatzleiter in London befragt, und es gibt einen Evakuierungsplan für das Regierungsviertel und das Finanzviertel. Die Stadt nicht. Man kann einen Begriff am besten umschreiben, wenn man den Gegenbegriff mit beizieht. Also würde ich fragen, zum Stichwort Lesen, was ist unlesbar? Was ist eine Öffentlichkeit, die implodiert? Ich habe in meiner Lebenszeit mehrere solcher Verwüstungen miterlebt. Ich kann aber auch sagen, dass die Öffentlichkeit wie ein Phönix immer wieder auferstanden ist. Durch neues Lesen.
Und insofern ist Lesen ein immer wieder neues Lesen lernen, ja? Weil die Schichten, die wir lesen, eben doch etwas ganz Verschiedenes sind. Ich würde mal sagen, am 8. April 1945 lese ich Bombenangriff als Person. Ja? Am 11. April 1945 lese ich Einmarsch der Amerikaner, Befreiung. Ja? Ich lese am 30. April wieder etwas anderes und am 8. Mai nochmal was anderes. Und jetzt kommt jetzt die eigentlich interessante Zeit, von der wir nicht sprechen, nämlich wie sofort wieder aufgebaut wird, aber auf elementarer Ebene. Es ist keine Bank da, es ist auch momentan kein regierender deutscher Staat da. Ja? Und jetzt kommen Frauen, jetzt kommen Gemeinschaften, die untereinander handeln, jetzt kommt Naturalienwirtschaft. Alles Lesestoff, ja? Im Sinne von Helge Schneider, ja? Und uns angeboten. Wir sind heute mit der Algorithmenwelt von Silicon Valley konfrontiert. Die Algorithmen sind Operationsregeln für Maschinerien. Und ich habe keinen Zweifel, dass einige der jungen Leute, der Enkel der Blumenkinder, ja, oder Urenkel in Kalifornien, uns auch sozusagen wie durch Maschinen behandelbar betrachten. Ich habe große Achtung vor denen. Aber ich weiß auch, dass Algorithmen notwendig ausgrenzen und vereinfachen müssen. Also das tun, was im Märchen von Don Röschen mit der 13. Fee geschieht. Und die legt das Schloss ins Schlaf. Das heißt, ich bin Anwalt von Haus aus, bin ich immer noch als Jurist. Ja? Aber ich bin auch vor allem als Poet Anwalt der 13. Fee. Und deswegen braucht man, um Augenhöhe zu bewahren im digitalen Zeitalter, für uns Menschen brauchen wir Algorithmenkenntnis, aber auch die Gegenalgorithmen. Und das Lesen ist ein natürlicher Gegenalgorithmus zu Silicon Valley, wenn ich das so sagen darf. In der Tradition des Talmud gibt es die Suche nach dem verlorenen Buchstaben. Das Heil liegt nicht in dem bloß Ausformulierten. Das Wichtigste bleibt unbekannt. Es gibt die dunkle Seite des Alpha, die Gershom Scholem beschrieben hat. Gott hat in 4 Wochen Gotteszeit, heißt es im Sohar, das ist 13,5 Milliarden Jahre, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr, hat er mit Buchstaben und Zahlen gespielt und er hat auf sie eingehämmert. Und dann in einer Woche Gotteszeit hat er den Kosmos und uns geschaffen. Offenkundig sind Buchstaben und Zahlen also etwas nicht bloß Technisches oder Symbolisches, sondern sie haben eine Nebenqualität und Lesbarkeit geht von dem Respekt davor aus. Lesen ist Vertrauenssache. In den Chips der digitalen Welt arbeitet Silizium. Das ist Sand. Wo zu viel Sand ist, sprechen wir von Wüste. In der Wüste gibt es aber auch die Oasen. Und es gibt viel kämpfendes Leben, das sich in der Wüste hält. Und ich glaube, dass die Baukunst von Oasen, das ist nämlich eine Kunst, ja, und das Lesen und die Leserwelt, ja, etwas miteinander zu tun haben. Das sind Orte der Verlässlichkeit in atomisierter, zum Atomismus neigender Welt. Der Archäologe Hermann Patzinger berichtet, und das bewegt mich als Poeten, von der Geschichte der Nähnadel. Vor vielleicht 800.000 Jahren wurde die Nähnadel über 1.000 Jahre hinweg 70 Mal erfunden, wieder vergessen und dann wieder neu erfunden. Bis dann plötzlich, ja, Felle genäht werden konnten gegen die Kälte. Und diese Fähigkeit des Nähens, der Nähnadel, etwas durch ein dünnes Öhr, ja, führen, also es ist viel Feingefühl drin versteckt. Ja? Diese Fähigkeit wanderte dann nach innen. Und dort werden jetzt dann Worte zu Sätzen und Sätze zu Zusammenhängen genäht. Das heißt, die Fortsetzung der Nähnadel ist die Grammatik. Und wenn wir dies hier anwenden, ja, dann wird zum Beispiel klar, dass der Taktschlag einer Zeitung oder der Taktschlag von Büchern, der von Enzyklopädien, der Künste, sich deutlich unterscheidet von der bloßen Information. Bei Georg Baselitz weisen die Bäume zum Himmel.
Das ist kein künstlerischer Schatz oder gegriffener Effekt. Er besagt, wir nähren uns nicht nur von dem, was uns die Erde bringt, zum Beispiel dem Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das vom Himmel fällt. Mindestens die Wurzeln unserer Wünsche, die Wunschmaschinen in uns, zeigen mit ihren Wurzeln zum Himmel. Ich lese Ihnen zum Abschluss zwei ganz kurze Geschichten. Lesbarkeit von Zeichen. Der Grafiker Philemon Bertjev Lemberg arbeitet seit 1986, dem Zeitpunkt der Explosion des Kernreaktors in Tschernobyl, am Entwurf symbolischer Zeichen, die noch in 6000 Jahren einem Intelligenzwesen tödliche Gefahr signalisieren können. Es wird angenommen, dass der Adressat keine der heute gesprochenen Sprachen beherrscht. Rückschlüsse aus römischen Denkmälern, altbabylonischen Zeichen sind trügerisch, sagt Bertjev. Die Entwicklung der kommenden 6000 Jahre ist beides, langsamer und beschleunigter. Die tödliche Gefahr, vor der gewarnt werden soll, ist abstrakter und selbst unsichtbar. Es ist, sagt Philemon Bertjev, unsinnig, heiße Spots in den Pripyat-Sümpfen, die sich über Tausende von Quadratmeilen erstrecken, dadurch kennzeichnen zu wollen, dass man ein Warnschild auf Waldpfaden einbringt. Man kann auch nicht wissen, ob künftige Intelligenzen nicht Riesen- oder Zwerggröße haben. Einige seiner Zeichen knüpfen an Arbeiten des Mathematikers Carl Friedrich Gauss an. Er hat nämlich die Idee gehabt, für Außerirdische Zeichen in die sibirischen Wälder zu ritzen. Und er hat die Formel des Pythagoras, die Hypotenusen, eingezeichnet, indem er kilometerweite Strecken da in den sibirischen Wald als lesbare Zeichen einritzte. Mich rührt ein solcher Gedanke. Und jetzt noch eine letzte kurze Geschichte, Politik der Wörter. Zur gleichen Zeit, als in der Kaltsteppe unsere Vorfahren junge, unerfahrene Mammute in Erdgruben fingen, bildeten sie in ihrer Kehle eine Falle für die Dosierung von Luft und Schall. Bald konnten sie eine Unzahl von Lauten hervorbringen, für die sie noch keine praktische Verwendung hatten. Aus dieser Eroberung entstanden Lebewesen, die Wörter. Bald gründeten sie eine Republik, die Sprache. Ihre selbstbewussten, unknechtbaren Einwohner gehorchten lange Zeit aus Gutmütigkeit, aus Höflichkeit, aus Geselligkeit auch Zwecken. Sie trugen Lasten. Sie taten so, als seien sie Lastenträger. Ihrer Natur nach waren die Wörter nie Arbeiter oder Diener. Eines Tages im 20. Jahrhundert schritten sie zur Revolte. Bald nach ihrer Revolte waren sie isoliert. Sie werden in der Formation des allseitigen Aufstands nicht gebraucht. Sie finden sich wieder auf Inseln. Sobald sie sich vom Sinnzwang befreit hatten, verhungerten sie. Wie die Brüder Gracchus, wie Spartacus, wie Toussaint Louverture beschleunigten Joyce, Schwitters, Arno Schmidt und andere die Befreiung der Wörter von ihrem Joch, boten neue Äcker für die Sklaven. Aber arbeiten wollten die Sklaven nicht. Wir sind nie Sklaven gewesen, sagten die Wörter. Wir lassen uns nicht wie römische Legionäre neu ansiedeln. Unsere Revolte ist eine Dauerrevolte. Wie will man uns unterdrücken, wenn wir der Grund dafür sind, dass es die Menschheit und deren Verfassung überhaupt gibt? Wir sind selbstbewusste Lebewesen. Man darf uns die Wörter nicht unterschätzen.